Drift Club bei Forza Horizon 4. Ja, ich habe beim letzten Mal erfolgreich hier das Kapitel 5 abgeschlossen. Das war ja doch schon ziemlich herausfordernd schon. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht und womit wir als nächstes fahren werden. Ah. Hast du mal versucht, bergauf zu driften? Das ist schwierig, ich kann es leider nicht. Aber du wirst dem Drift Club zeigen, dass es geht. Und ich weiß auch schon wo. Und mit welchem Wagen. Den habe ich von Jamin geliehen. Netter junger Typ, bisschen impulsiv. Er hat mir die Schlüssel quasi zugeworfen, als ich gesagt habe, dass ich dir den Wagen überlasse. Da ist doch 43, ne? Genau. Ja. Doch, kein Bock. Los geht's. Eine schöne technische Fahrt über unterschiedliche Untergründe. Ich liebe diese Fahrten. Also wenn ich in den Spielen eine Sache von den Fahrzeugen von Ken Block gelernt habe, dann, dass die rutschen bis zum geht nicht mehr. Gucken wir doch mal, dass wir ganz schnell die... Ah ja, 7,8 Kilometer. Ich muss ja wieder richtig rumdriften hier. Danach habe ich bestimmt wieder eine halbe Million Punkte. Aber ich glaube, den Wagen habe ich auch schon mal gefahren. Der hatte ja nicht so, so hart die Fahrtgeschwindigkeit. Ach komm. Interessantes Lenkrad hier. So. Oh, da hat der Zaun. Habe ich den Zaun erwischt. Oh, das war zu viel. Und jetzt möchte ich mehr davon sehen. 275.000, das ist doch schon mehr als eben. Die Balance ist entscheidend. Lenken und Gegenlenken. Genug Gas für den Powerslide. Genug Bremsleistung, um den Grip aufrecht zu erhalten. Ich sollte diese Weisheiten wirklich irgendwo aufschreiben. Mach das, mach das. Da vorne die Kurve versuche ich so ein bisschen im Vollspeed mitzunehmen. Ah, nee, das ist die. Shit. Ach komm, da habe ich jetzt keine Punkte für bekommen fast. Das ist doch schwierig. Schwierig. Nochmal. Komm. Wieso kriege ich hier keine Punkte? Nur weil ich vielleicht einen halben Quadratmeter auf dem Rasen fahre? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt. Ach, ich hasse diese Stelle. Genau deswegen, das habe ich mir beim ersten Mal schon gedacht, dass das bestimmt passieren wird. Dass man dann hier kaum Punkte kriegt. Wegen diesem. Weil die Straße einfach ein bisschen kleiner ist. Gefühlt. Beziehungsweise man einfach mehr rausrutscht. Ja, so ein bisschen Slalom fahren bringt ja hier ganz gut Punkte. Ah, und schön sauber. Okay. Bergauf bekommst du es mit Traktions- und Leistungsverlust zu tun und musst darauf vertrauen, dass das Momentum dich trägt. Aber das berücksichtigst du sicher schon alles. Ja, natürlich alles. Konzentriere mich nur auf die Punkte. Wow, zeig mir das nochmal. Okay, 425. Was auch immer du gemacht hast. Oh Gott. Ups, das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay, im Drift komme ich wieder rein. Dann wenden wir den mal sauber. So. Ah, mit 425.000 Punkten ist ja wirklich nicht so viel, wie ich jetzt geschätzt hätte. Ach, Mist. Die, was war's vorher? 275, ne? 275, die waren bestimmt nur für die, die dann nicht die 3 Sterne versuchen oder nicht schaffen. Aber dass die dann da dennoch eine Herausforderung haben, bis sie sogar den 2. Stern noch kriegen. Hier wird's schön, glaube ich. Oh ja. Nach unten driften ist immer sehr schön. Oh. Ah ja, geht ja noch gut. Oh Gott. Oha. Die Strecke ist aber auch besser zum Driften einfach. Komm schon, wir sind doch alle Freunde. Kein Grund, uns hab ich? Oh, ich hab's.
Ja, ich sag ja, das Auto hier geht ab. Es rutscht einfach. Das war auch bei Dirt 3, glaube ich, damals. Da ging das auch so ab. Aber muss ja auch, ne? Ich glaube, das macht er ja hauptsächlich. Oh ja, da habe ich ja sogar 500.000. Hätte ich sogar das andere noch geknackt. So, dann fahren wir noch mal ins Ziel. Manche Leute behaupten, dass man Autos mit Hinterradantrieb zum Driften braucht. Das stimmt aber nicht. Einige der größten Befürworter des funktionalen Übersteuerns, also des Driftens, stammen aus der Etappenrallye. Und einige stammen aus der Zeit vor Mr. Takahashi. Duki Duki. Level up. Ich wollte schon sagen. Das wäre wieder das Level up gewesen. Gut, dann eben alle zwei Runden. So, Solo. Nächstes Kapitel und direkt weiter. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch, das zu beenden. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal schon wieder die nächsten Sachen machen. Oh, was Altes. Einige behaupten auch, dass sich nur japanische oder amerikanische Autos zum funktionalen Übersteuern eignen. Auch das stimmt nicht. Hier im Driftclub finden wir an den verschiedensten Orten Driftfahrzeuge. Schweden zum Beispiel. Das ist ein Volvo 242 Turbo Evolution mit ein paar Anpassungen von mir. Oh Mann. Ich denke, der sollte mehr als angemessen sein. 90er bestimmt. Sieht ein bisschen aus wie ein Mercedes sogar. 80er sogar. Oh, 80er. Ja, stimmt, stimmt. Noch ein bisschen austoben. Stimmt, die Kastenlichter, die waren ja 80er. Ja, hinten sieht er aus wie ein alter Mercedes. ...110 brauche ich dieses Mal. Okay, dann bin ich auch hier wieder gespannt. Okay, das ist nicht so gut. Ich verliere halt schnell Geschwindigkeit und kann nicht so viele Punkte hier hoch machen. So. Und weiter geht's. Okay. Ich hoffe, da hinten die Kurve, die da kommt, die geht runter. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ne. Oh, zu viel raus. So viel raus. So, jetzt schön mit Gefühl. Das war auch zu weit raus. Oh Gott. Ah ja, okay. Es geht auch auf jeden Fall schnell rüber. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr abbremsen an der Stelle, ja. Macht Sinn. Oder? Ich weiß es nicht. Es war gerade sogar noch schlimmer. Ich habe auch abgebremst. Vielleicht... Ja, jetzt habe ich es. Die Sache war... Oh! Die Sache war die, dass ich einfach außen fahren musste. Okay, dann ein paar Pünktchen sammeln. Dann gucken wir mal, was wir dann bald hier. Okay, 3 Kilometer noch, das ist ja auch nicht mehr viel. Da muss ich mich ranhalten. Schön ranhalten. Okay, jetzt habe ich die 100.000. Jetzt habe ich die 110. Also lass uns doch weitermachen. 200.000 ist das nächste Ziel, okay. Ups, das war vollkommen falsch. Das war vollkommen falsch. Da habe ich ein bisschen zu viel rumgespielt hier. Ja, und jetzt nutze ich die Geschwindigkeit, um hier noch so ein bisschen... Ja. Ah ja, okay. Hätte auch besser klappen können. 2 Kilometer noch und 3 Minuten noch. Okay. Ja, hier schön mit dem Heck rum. Wunderbar. Und hier schön. Ups, das ging gar nicht hier lang. Lol. Dann eben weiter.
lass dich nicht stören, Autofahrer, der da gerade angehalten hat oder haben muss. Ja, das ist eine schöne Kurve. Ja, mit den Sprüngen kann man dann schön das Heck ausbrechen lassen. Ach komm, die 200.000 jetzt. Sehr schön, sehr schön. Mir gefällt, wie du das Heck kontrollierst. 200.000 ist letzte. Und 2 Minuten habe ich noch, das heißt, ich könnte hier auch nochmal hochfahren. So ist das dann nicht. Ach schade, da habe ich gar keine Punkte mitmachen können. Wieso zählt er so langsam die Punkte hoch? Was soll das? Aber ich bin immer noch relativ sicher, dass wir das noch hier machen können. Und nochmal rum. Hallo, das war ein Drift. Das war eindeutig ein Drift. Naja. Eigentlich ja nicht wirklich. Aber hätte ja sein können, dass er zählt, ne? Ach, hier soll man rein. Ich verstehe. 1 Minute noch. 265.000 Punkte. Ja, hier kann ich nicht mehr viel machen. Und nochmal runter. Und viel fehlt nicht mehr. Scheiße, das wird echt knapp. Ah, es wird echt fucking knapp. Nein, nein, ernsthaft, ich wollte gerade zurückspulen. Ach Mann, ey, was soll das denn? Ach, ich finde das so blöd, dass man, wenn man auf die Wiese kommt, dass er keine Punkte macht. Ach, ist doch nervig. Ah. Du kannst dich auf dem Weg ja noch ein bisschen austoben. Ach man, das ist doch unnötig. Ach Gott. Immer diese Aufbau-Dinger. Oh, das war zu früh. Ah, das war blöd. Das war blöd. Blöd. Nochmal. Ja, das ist schon besser. Schon deutlich besser. Das nutze ich als Drift. Oh, jetzt habe ich den aber schön gemacht. Oh, der war doch richtig schön, Leute. Der war noch richtig schön. Okay, das sieht ganz gut aus. Ja, viel kann ich hier auf der Geraden nicht machen. Jetzt aber. Und 110. Technisch sehr gut, aber ich will Leidenschaft sehen. Komm schon. Oh, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Nicht gut. Wegen diesem Hubbel. Okay, nochmal. Ja, dieser Hubbel ist echt böse. Muss ich echt weit abbremsen.
Okay. Und. Ja. Und nochmal. Ach, hier sind wir ja schon wieder. Ach ne, genau, hier kam das Stück noch. Ich dachte, wir wären jetzt schon wieder unten. Nochmal. Und nochmal. Jetzt. Hervorragend. Und jetzt gib mal ordentlich Gas. Ah, schön ausbrechen lassen. Ach komm, jetzt hat er nicht weitergezählt. Na, sieht aber schon besser aus als eben. Da hat er wieder nicht gezählt. Ach, Mann. Okay, da vorne, das ist gut. Hier das auch. Dann mache ich hier nochmal ein paar Punkte. Vielleicht kann ich sogar jetzt schon runterfahren. Das müsste theoretisch gehen. Wenn ich hier noch einen schönen Drift drauf mache. Ach Gott. Upsala. Da muss ich innen und dann nach hinten weg. Genau. Ja, genau. Und geschafft. Ja! Ich meine, technisch sehr gut. Gute Leistung. Und auf ins Ziel. Oh Gott. Da bin ich irgendwo hängen geblieben. Ach ja. Und einfach mal. So. Da, siehst du? Genau. Kapitän geschlossen. Oh, das war schon 7. Sei Kontrollverlust über das Fahrzeug. Aber oh, schöne Punktzahl, richtig schön. Kontrollverlust und Grip genau aus. Ich hab noch gehofft, dass sowas kommt. Genau, so eine schöne Kontrollverlust ist. Punktzahl. Machen wir direkt noch das nächste Kapitel, dann haben wir schon 8. Dann mache ich in der nächsten Folge noch die letzten beiden und dann geht's auf zum nächsten. Oh, Stufe 40. Und ich habe grün. Sehr schön. Na, ganz toll. Na, ganz toll. Eine Retro-Brille. Ich möchte dich Larissa vorstellen. Sie ist Vloggerin und will dich unbedingt kennenlernen. Sie hat einen Kanal mit 100.000 Abonnenten, auf dem sie vom Festival berichtet und will berühmte Fahrten aus Videospielen nachstellen. Ich finde, das hört sich ziemlich cool an. Okay, wenn man die Mittel dazu hat, dann kann man das machen, ne? Ja, auf zum nächsten. Und Solo, nächstes Kapitel Nummer 8. Ich hoffe, das beim ersten Mal. Dann passt das auch zeitlich sehr gut, glaube ich, hoffe ich, schätze ich. Oh, auch schön. Joel hat mir erzählt, dass überall auf dem Kontinent neue Driftclubs entstehen. Ausgesprochen schön. Berlin, Paris, Amsterdam. Ich habe die nicht gestartet. Hast du sie gestartet? Soll ich denen den Newsletter schicken? Wie dem auch sei. Hier ist der 1969er Mustang Boss. Ein schönstes Jahr für Autos. Unglaubliches Fahrzeug. Und das war, bevor ich unter der Motorhaube tüfteln durfte. Das schönste Jahr für Autos, finde ich. Diese langen Fahrten auf dem Land sind perfekt dafür geeignet, um den Driftclub überall bekannt zu machen. Fahr doch bitte mal nach Broadway. Ah, schön. Der ist doch bestimmt nicht getuned. Es kann ja auch sein, dass das... Ah, gut, Überrollkäfig, ne? Na doch, der ist getuned. Viel zu viel Beschleunigung, wenn ich drauf achte. Und ich glaube, das vorne ist halt auch nicht original Windschutz. Ich bin mir aber nicht sicher, wie es bei bei Rennfahrzeugen war. Ach, ist doch schön. Ach ja. Da habe ich schon die 100.000. Schlecht. Aber muss ich nochmal das Leistungsgewicht erklären? Weißt du, ach, der fährt sich echt schön. Ups.
echt schön durch die Blattfederung. Wahrscheinlich. Normalerweise ja schon, dadurch rutschen die Autos ja so schön. Takahashi angefangen. Er hat das Driften erfunden, weil er alle Rennen gewann und eine Herausforderung gesucht hat. Na schön, da erfährt man was von der Driftgeschichte bei. Beim Driften geht es um Unterhaltung, nicht nur um die Technik. Einige Mitglieder unseres Clubs sind ein wenig zu sehr auf die technischen Details fixiert, wenn du mich fragst. Oh, das fährt sich so geil, ja, ey. Jetzt kann ich die großen Drifts machen in den Kurven. Oh, ich liebe es. Zum Beispiel hier vorne jetzt bei der. Das wird kein Problem sein. Ja, kein Problem. Easy. Da bin ich eben im Stillstand gewesen. Langsam. Jetzt kommt mein schön. Lieblingsabschnitt. Sehr technisch. Oh. Was? Das war alles mit getan, ja. Enko. In 400 Metern links abbiegen. Oh, ups. Oh, das war ein bisschen zu viel. Hier muss ich ein bisschen enger nehmen und ein bisschen mehr spielen. Ah, wobei, jetzt habe ich den schönen Drift, wo man nichts mehr machen muss. Und damit habe ich auch schon die 300.000 Punkte. Oh. Ups. Ich habe die Handbremse vergessen. Ich glaube, das ist trotzdem noch zu spät hier. Ah, fast. Links ab. Oh. Okay. Ein Kilometer noch. Das wird kein Problem. In 400 Metern rechts abbiegen. Und Punkte, Punkte, Punkte. Ja. Und ich hab sie. Jetzt. Rechts abbiegen. Wäre es eine größere Herausforderung, wenn du Spülhandschuhe tragen müsstest? Ach, schön. Sehr, sehr schön. Das sind Autos für mich. Der Geist schön von alten. Mr. Takahashi lebt im Horizon Drift Club weiter. Während hingegen der Geist von Robert Glenn mehr als glücklich damit ist, endlos an seinem Motor und der Aufhängung zu basteln. Vielen Dank. 3 Sterne. Und es hat in die Zeit gepasst. Ein Versuch. Oh, ist ein bisschen zu tief gelegt. Nee. Immer dieses Tuning. Jetzt aber Level Up, ne? Genau, Stufe 41. Wheelspin. Jetzt noch ein schönes altes Auto ziehen, das wäre ja auch nochmal schön. Ah ja, okay. Da drüber, da wäre auch schön gewesen. Ein schöner alter Dodge. Oh, da habe ich ja ganz schön viel Geld eingenommen die letzten paar Folgen. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, wow. Gut, dann würde ich jetzt sagen, sind wir am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und sage bis dahin Tschüss und bis zum nächsten Mal.